18.30 Uhr, RTL, unter uns. Saskia trifft an ihrem Geburtstag im Wald ausgerechnet auf Jakob. Völlig überrumpelt erfährt sie von seiner Liebesbotschaft. Währenddessen will Tobias Evas Abwesenheit dazu benutzen, um sich vor dem Pharma-Mandanten zu profilieren. Doch dann trifft ihn aus dem Nichts ein unerwarteter Schicksalsschlag. Dabei fühlt sich Eva von Till im Stich gelassen. Aber dank ihrer Nähe besinnt sie sich auf das, was wirklich zählt. 18 Uhr, RTL 2, Köln 50.667. Diego freut sich auf den seit längerem geplanten Männertag mit seinen Jungs. Doch als Aurelie ihn an sein Versprechen erinnert, sie zum Yoga zu begleiten, steckt Diego in der Bredouille. Vor seinen Kumpels möchte er nicht als Pantoffelheld dastehen, aber er will seine Liebste auch nicht verärgern. Diego muss sich entscheiden, seine Kumpels oder Aurelie. 19 Uhr, RTL 2, Berlin, Tag und Nacht. Nach seinem Aufenthalt in der Psychiatrie genießt es Janis, wieder den normalen Alltag zu erleben. Doch ein Ausflug mit Eule in den Supermarkt wird ein wahrer Horrortrip. Die vielen Eindrücke lösen bei Janis eine komplette Reizüberflutung aus. 19.05 Uhr, RTL, alles was zählt. Um Maries Leistungen zu steigern, setzt Simone auf ein völlig neues Trainingsprogramm, mit dem ist Diana allerdings nicht einverstanden. Dabei kommt Christoph hinter Richards und Simones Intrige. Trotz der vermeintlich aussichtslosen Lage schafft er es, das Problem rechtzeitig zu lösen. Zwar wird Michaels Verdacht widerlegt, dass Moritz ein gesuchter Verbrecher ist, ihr Misstrauen bleibt jedoch weiterhin bestehen. 19.40 Uhr, RTL, gute Zeiten, schlechte Zeiten.